So. Während wir dann die beiden Sturzkanonentauben beobachten bei ihrer Landung hier im Stadion in Wiesenthal, bereiten wir schon mal die Siegerehrung vor. Also sobald die beiden gelandet sind, machen wir dann die Siegerehrung. Unser Bürgermeister Rolf Kieser ist schon fertig mit dem Duschen. Klaus Kinkel ist auch mit dabei. Otto Schmoll. Die üblichen Verdächtigen bei der Siegerehrung also. Und dann kann es dann auch gleich losgehen, dass wir die Erstplatzierten dann ehren. Diejenigen, die schon mehrmals hier in Brackenheim waren, die kennen ja das Prozedere. Gucken wir mal nach oben, das sieht ganz gut aus. Man sieht noch nicht so richtig, dass es zwei sind, aber das ist so. Die sind zumindest zu zweit da oben gestartet und rausgesprungen. So, jetzt haben sie es gefunden, wir sind uns wohl einig, das muss der richtige Sportplatz sein. Die hängen jetzt beide ziemlich aufrecht da. Es geht auch relativ zügig nach unten und kurz vor der Landung wird er nochmal kräftiger Fallschirm angezogen. Karl Zeiger und Eberhard Ginger, herzlich willkommen hier im Stadion im Wiesental in Brackenheim. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne. Ja, wunderbar! So, Karl Zeiger ist unter uns. Karl, ich grüße dich. Wie geht's? Ja, gut, gut, gut. Karl sieht bestens aus, hat alles geklappt. So, also sind beide wohl auf, sehen beide blendend aus. Eberhard Ginger, Karl Zeiger. Herzlich willkommen hier im Stadion in Wiesenthal. Genau getimt, super gemacht. Und wir können dann, sobald die beiden sich jetzt noch von ihrem Fallspringer-Outfit entledigt haben, mit der Siegerehrung weitermachen.